Schlafzimmer. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir sind heute in einem anderen Raum, weil ich ein bisschen was anderes heute für euch gefilmt habe. Das erfahrt ihr jetzt. Und zwar ist es schon längst Herbst. Nicht nur seit Herbstanfang, sondern gefühlt auch schon Wochen vorher, weil das war ja ein Nichts-Sommer irgendwie. Also ich glaube, ihr könnt mir zustimmen, dass dieser Sommer, naja, nicht ganz so sommerlich war wie sonst. Auf jeden Fall sehe ich schon in den ganzen Online-Shops die neuen Herbstteile, die neuen Winterteile. Und ja, auch ich schaue da gerne rein. Auf meinem Blog poste ich ja auch sehr viele Shopping-Tipps. Aber ich finde, im Herbst kann man noch sehr viele Sommersachen tragen. Und zwar mit dem berühmt-berüchtigten Lagenlook. Ein paar Kombinationsmöglichkeiten und Tipps dazu zeige ich euch heute. Dieses Video entsteht übrigens in einer YouTuber-Kollaboration mit ein paar anderen YouTubern. Das Thema ist Fashion. Die werde ich euch alle unten verlinken. Da gibt es ganz viele verschiedene Themen, die ihr euch noch anschauen könnt bei den anderen YouTubern. Auf jeden Fall geht es um den Bereich Mode und die ganzen anderen Kanäle habe ich euch unten verlinkt. Fangen wir an mit den beliebten Slipdresses, also mit diesen kleinen Kleidchen, die schon seit längerer Zeit sehr beliebt sind. Doch natürlich taugen sie für den Herbst, geschweige denn für den Winter, gar nicht. Ganz einfach lassen sie sich aber kombinieren mit einem Rollkragen, mit einem engen Rollkragen oder Longsleeve und so habt ihr schon eine Lage mehr. Ich finde es immer gut, wenn das Longsleeve eine ganz andere Farbe hat als das Kleid, also hier zum Beispiel schwarz kombiniert mit dem beigen Kleid. Natürlich ist es immer noch zu frisch, gerade hier jetzt in Deutschland, in Kalifornien könnt ihr vielleicht so euren Herbst genießen, hier leider nicht. Deshalb könnt ihr natürlich dazu noch Strumpfhosen kombinieren. Ich habe hier jetzt Fischnetzstrumpfhosen von Kunert kombiniert. Natürlich geht es auch mit anderen Slipdresses, die ihr gerne im Sommer getragen habt. Hier habe ich zum Beispiel einen Slipdress von Jen & June. Dazu kombiniert einen bordeauxfarbenen Longsleeve und natürlich Boots, die passen natürlich jetzt perfekt in den Herbst. Maxi-Kleider sind natürlich auch immer eine tolle Sache, wenn ihr aber nicht welche mit Ärmeln habt oder gar mit Spaghetti-Trägern, dann ist es natürlich sehr schwierig, sie im Herbst anzuziehen. Ich persönlich kombiniere dazu gerne T-Shirts, am besten eigentlich so Band-T-Shirts oder T-Shirts, die einen richtig coolen Print haben, den man dann im Ausschnitt sieht. So eins hatte ich nicht. Ich habe eins, das Happy vorne draufstehen hat. Das sieht man so ein bisschen durch den Ausschnitt sozusagen durch und ich finde, es sieht richtig cool aus. Dazu Ankle-Boots und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu natürlich auch einen Gürtel kombinieren, damit das Ganze so ein bisschen mehr Form hat. Und natürlich ist es nicht unbedingt warm genug mit so einem T-Shirt. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Longsleeve machen, aber um ein bisschen was anderes zu kombinieren, könnt ihr dazu noch einen lockeren Cardigan anziehen. Der Off-the-Shoulder-Trend war, glaube ich, der Trend, den ich im Sommer jetzt am meisten gesehen habe. An Kleider, an Blusen, an Tops. Ich habe es wirklich überall gesehen. Off-the-Shoulder-Tops finde ich wirklich sehr, sehr schwierig im Herbst zu kombinieren. Ein paar Ideen habe ich aber. Ich finde es wichtig, dass es ein dunkles Teil ist. Wenn es zu hell ist, dann sieht es einfach viel zu sommerlich aus und dann passt irgendwie die ganze Herbstkombi nicht. Eine Möglichkeit ist es, eine Weste zu tragen. So sieht es dann aus, als hättet ihr einen Top an, wo die Schultern ausgeschnitten sind. Bei meinem nächsten Beispiel kombiniert ihr zwei Sommertrends zu einem und zwar super süße Sommerkleidchen. Das hier ist mir natürlich irgendwie viel zu kurz, ist glaube ich ein bisschen eingegangen. Die könnt ihr natürlich auch mit einem Longsleeve kombinieren, gerne schulterfrei, so sieht man die Träger noch ein bisschen und das Ganze ist zwar nicht mehr sommerlich, aber doch irgendwie noch luftig leicht. Dazu könnt ihr natürlich auch wieder eine Strumpfhose kombinieren. Ich finde, perfekt dazu passt aber diese coole, lockere Jeans und Boots. So wirkt das Outfit sehr locker. Man hat genug Lagen an, es ist warm und trotzdem ist es irgendwie stylisch. Statement-T-Shirts waren diesen Sommer auch super in. Die könnt ihr natürlich einfach mit einem Cardigan kombinieren, wenn ihr wollt. Ich schlage aber eine andere Variante vor. Und zwar könnt ihr ein Shirt nehmen, das in die Hose reinstecken, ein bisschen aufknöpfen und so leicht über die Schultern legen, sodass die Ärmel ein bisschen länger hängen und alles so ein bisschen lockerer sitzt. Sommerlooks für den Herbst zu stylen, finde ich nicht nur irgendwie cool und modisch, sondern auch nachhaltig, weil das auch irgendwie zeigt, dass man nicht ständig irgendwas Neues kaufen muss, sondern einfach so ein bisschen neu im Kleiderschrank rumkombinieren kann und so irgendwie einen neuen Look bekommt, ohne einkaufen zu gehen. Wie gesagt, das Video ist auch entstanden in Kollaboration mit ein paar anderen YouTubern, die ich unten alle verlinkt habe, also schaut euch die auch an. Da geht es allgemein ums Thema Fashion, nicht unbedingt Fair Fashion, aber vielleicht findet ihr da noch ein bisschen Inspiration und genau, ich hoffe, das wird euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr über Feedback freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!